Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du dich bei Mama nicht mehr sehen lassen. Schuldig. Ich verurteile sie zum Tode. Der Nächste. Herzlich willkommen zu Apokalypse. Wir gucken mal kurz in den Trailer rein, spielen alle PlayStation-Spiele chronologisch an. Ein Wunder der Technik. Willkommen im Paradies. Immer sehr gespannt. Alle PlayStation-Spiele chronologisch. Das heißt, wir hatten den Vorgänger One. Und wir werden mal reinschauen. Na los, Chef. Okay. Warte doch mal. Aber hä? Warum schieße ich zur Seite? Verdammt nochmal. Hä? Okay. Jetzt verstehe ich. So, das ist da vorne, zur Seite, okay. Hat er mir im Menü nicht so angezeigt. Ja, wir spielen Bruce Willis, ne? In Apokalypse. War auch ein Klassiker, ne? Also ziemlich bekannt unter dem PlayStation 1 Spielen. Guck mal, haben wir einen Doppelsprung? Beleuchtung ist ganz schick. Das ist meine Superattacke R2. So, das war irgendwie kriechen. Ah ja, okay. Aber Steuerung ist okay. Kannst jetzt nicht meckern und irgendwie sollst du wohl mit einem rechten Stick. Aber das irgendwie funktioniert bei mir nicht. Ja, wir schon. Gefangene, runter auf den Boden. Jo, bin ich fast dabei. Ja gut, und was bemängelt wurde am meisten ist halt das Ruckeln. Und das siehst du halt auch. Das ruckelt verdammt doll. Hä, hey, was? Was hat mich jetzt getroffen? Okay, hier drauf schießen, denke ich. Vielleicht aber auch nicht. Okay, natürlich. Da muss er auftreten. Ah, das. Da stocken wir schon nach. Und Manfred Lehmann an Bord. Ich dachte, der wäre nicht dabei, ne? Synchronsprecher von Bruce Willis, der international bekannt ist. Zu Recht. Phänomenale Stimme. Ah, nicht gut. Verträgt sich Blei mit eurem Diätplan? Und überall Explosionen. Das tat gut. Was haben wir hier Schönes? Anschnallen, jetzt geht's los. Partikelstrahler, aber wenn der an ist, wechselt er wohl wieder zur normalen Waffe zurück. Deswegen wäre ich das. Ja, siehst halt hier, ne? Ist wieder so One-mäßig. Die Kamera einfach schwenkt. Geil. Ah, das ist so. Und die beste Rendersequenz, ne? Ihr habt es gerade so ein bisschen gesehen. Ich wollte nicht alles zeigen, ist aber ein bisschen langweilig. Beste Rendersequenz, die ich so weit gesehen habe. Warte mal. Ah, hier, okay. Das ist krass. Hauen wir erstmal weg. Wird er nicht weg? Jetzt irgendwie, ne. Machen wir erstmal den. Der hält sich dann wohl auch an der Klippe fest. Ah ja, okay. Das ist schon grafisch ein Highlight. Leider sehr viel gestockt am Anfang schon. Explosionen gehen so. Für die Menge wahrscheinlich okay. Wow, okay. War ein Checkpoint zum Glück. Wäre gerade fast gescheitert. Soll Gott sich um sie kümmern. So, was haben wir hier? Nix. Schon genial gemacht. Kamera selbst kannst du nicht anpassen. 100% Energie. Sehr cool. 10 Minuten ungefähr so ein Level dann. Und gerade wenn die Bosse dann kommen, ne, habt ihr ja, ich glaube, das habt ihr noch gesehen, irgendwie, die heißen dann Pest und sonst wie. Und ja, die kommen aus der Unterwelt. Und um die zu besiegen, musst du halt doch schon ein bisschen gucken, was du wie machst. Speicher hier mal und springen. Oh, okay, das geht. Interessant. Kann ich auch. Okay, kann ich auch. Okay. Ich wollte mal sehen, wie es ist. Und dann wirst du an Checkpoint gestellt und hast dann 3 Leben. Okay. Okay. Jo. Jo. Leben sieht bisher noch gut aus. Aber hier?
Smart Bombe. Das ist die, die ich, glaube ich, aus Versehen gezündet habe die ganze Zeit. Probier mal aus, was das macht. Okay, interessant. Das schon allein vom Speed und alles ist das Hammer. Dachte nicht, dass das so nah rankommt. Cool, cool. Sehr geil. Oh. Ja, runter. Checkpoint. Das tat gut. Nein! Und ich habe auch meine Waffe los. Ne? Muss ich mit klarkommen. Okay. So, was ist denn, wenn ich jetzt an die Kante hier irgendwie springe? Na, okay. Haben wir geschafft. So, warte mal, hier könnten wir vielleicht an links schießen. Weiß auch nicht, was sie mit dem rechten Stick gemeint haben, weil der funktioniert bei mir jetzt erstmal nicht. Okay, Waffe ist vielleicht alle. Cool. Natürlich. Muss er explodieren. Wenn ganz gut wär's. Jo. Wenn ganz cool gemacht, die Animation. Was, nicht getroffen oder wie? Gib dein Bestes, Baby. Ja, merkst halt schon das Ruckeln, ne? Kannst du es nicht leugnen. Finde ich bisher aber noch machbar. Ja, ist schon ein bisschen schade eigentlich. Aber ist halt auch, ne? Grafiktechnisch ist das schon echt ein Highlight. Möchtest du auch noch? Natürlich die Sprüche von Manfred Lehmann, ne? Oder halt Bruce Willis. Runter! So von dem her. Was heißt hier runter? Muss hier springen oder was? Ich habe das Gefühl, hier oben ist auch irgendwie jemand. Ach da, yeah, jetzt sehe ich das auch. Okay. Ihr Typen braucht etwas mehr Blei in eurer Diät. Frag mich, was passiert, wenn die hier reinrennen. Wir werden es niemals rausbringen. Haben wir uns aber nicht clever angestellt. Das muss aber auch erstmal sehen, ey. Er schreit so ein 90er, ist cool. Ja, komm mal. Kann ich hier rüber? Ja. Bringt mir einfach null. Kann ich verschnaufen. Ja, sag mal. Na, hier schön ist. Zielsucher gehen. Okay. Cool. Okay. Und bisher von der Steuerung richtig gut. Die volle Ladung auf den Pelz. Also auch mit dem Kamerawechsel hauen wir alle weg. Sie fertig, soll Gott sich um sie kümmern. Krieg ich jetzt Schaden hier? Ne, anscheinend nicht. Cool. Cool, und er hat wirklich alle drei nacheinander genommen. Das tat gut. Das war wahrscheinlich unnötig. Lustig. Gut. Okay. Zielsucher gehen. Misch sie auf. Jo. Da steht noch einer. Ist das mega? Ich meine, allein die Reichweite. Wir hatten jetzt. Oh, was waren das beim einen Ninja-Spielen? Shadow Ninja? Mega gut gemacht. Bei irgendeinem Ninja-Spiel hatten wir das doch, dass wenn du zu weit weg von dem Feind warst, konntest du einfach nicht treffen. Ne, weil er hat dich halt auch nicht gesehen, wenn du zu weit weg warst. Das heißt, ist dann ins die Kugeln oder ne, das, was er hattest, ist dann ins Nichts geflogen. Super Laser, okay. Funktioniert anscheinend. Da sind wir. Haben sie okay gemacht, ne, Bruce Willis? Terminieren.
drauf. Kann ich dich auch treffen? Nein, ich konnte nicht. Okay. Aber wesentlich hochwertiger als vieles, was vorher kam. Okay, hier muss ich mal gucken. Speicher mal. Ob ich hier einfach... Oh ja, kann ich. Okay. Verpassen. Ah, voll rein. Unnötig. Boah, komm. Okay, das geht auch. Hier gab es doch irgendwie Waffen. Das ist die Standardwaffe jetzt mit unendlich Munition. Smart Bombe. Haben wir, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Was ist das hier? Extra Leben, okay, cool. Richtig. So, warte mal, ging es da weiter? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, das extra Leben war halt hier der Punkt. Aber wie sauber das auch läuft hier. Ging es hier lang zurück? Oh ja, siehst du, jetzt ist er geklettert. Jetzt hatte ich ein Deck. Werden wir übermütig. Gar nicht so einfach. So, der ist weg. Gerade echt nur die Standardwaffe. Was haben wir hier? Ah, super Laser. Ist auch schon mal angenehm. Weg. Okay. Na komm noch. Hast wieder runtergeflogen. Glaub, hier war nichts, ne? Ne. Ne. Okay. Checkpoint. Das tat weh. Ja, was aber nicht hier. Was ist das hier? Alles Dynamit. Jetzt geht's los. Okay. Einfach nur, weil ich kann. Explosionen sind schon was Schönes. Okay. Hier kommen die eine noch. Auch wenn ich gerade meinen Laser verballer. Extra Leben, siehst du? Wird belohnt. Gleich zieh ich dir die Ohren lang. Ist das cool. Beim auch wie die rumspielen. Sehr cool. Bam. Bäm, bäm, bäm. So, Hauptpill. Wie halt auch Hauptpill, ne? Zielsucher-Raketen. Na, sag mal. Die Entfernung zu hoch, oder was? Gefangene, runter auf den Boden! Jo! Okay. Na, sag mal. Könnt natürlich auch mal in die richtige Richtung schießen. Jo! So cool. Jetzt müsste er den hier nehmen. Warum treffe ich den nicht? Sag mal. Hä? Möchtest du auch noch? Okay, jetzt ist er ja, ne? Erstmal, dass ich nach hinten geschossen habe. KI ist auch nicht mal so behämmert. Mhm. Hat mich mal interessiert. Und auch so dieses automatische Ziehen ist. Automatische Ziehen ist auch ganz cool. Okay. Das ist halt schon grafisch sehr, sehr gut. Ah, nein, also von der Komplexität der Level ist das also ganz euer Maßstab. Gib dein Bestes, Baby. Da sind wir zum November 98. Noch irgendwie 10, 15 Spiele, dann kommt Tomb Raider. Das war's, rein. Ich bin weg hier.
bin so gespannt. Hab gefühlt noch nichts davon gesehen. Das tat gut. Schauen wir mal. Okay. Was ist denn das da oben? Na gut. Ach, guck mal. Ja, da sieht da nicht mehr aus wie Bruce Willis. Wer ist der Boxer, der im Dschungelcamp war? Der hat ein bisschen was von Otka. Sven Otka. Ich werde annähernd für diesen Mist bezahlt. Misch sie auf. Okay, ich kann auch das Ding hier, oder? Macht der, nee, Plattform macht er nicht kaputt. So, was haben wir hier Schönes? Anschnallen, jetzt geht's los. Cool. Das tat weh. Geil. Na, das nenne ich Unterhalt. Sehr schön. Kann ich eigentlich schneller laufen irgendwie? Anschnallen, jetzt geht's los. Da ist ja jemand, oder nicht? So, okay, hier kannst du nicht hoch. Okay, hier kannst du ins Levelende gucken. Oder unters Level. Das lässt so hoffen, was noch anders in Zukunft kommt. Finde ich so schön. Okay, und hier kannst du auch nicht. Sieht so aus wie Treppen, ne? Ist aber nicht. Level Gefängnis gelöst. Treffer 100%. 96? Ja, komm, mach mal. Ist schon ziemlich cool. Mach mal. Mal sehen, ob jetzt wieder eine Zwischensequenz wird. Ich hasse sowas. Du sollst wie ein Geächteter behandelt und in die Unterwelt verbannt werden. Ein normales Buch. Von uns Menschen kannst du noch was lernen. Sind ja Zombies. So, ich habe eine Special-Waffe, ne? Aber ich meine auch die Licht... Also schön, was wir bei den Lichteffekten schon erreicht haben jetzt. Nein, jetzt komme ich nicht mehr rum hin. Oder? Nee. Vielleicht? Oh ja, ja, oh. Das war ein bisschen übersteigert, der Freunde. Ach, die werfen irgendwas. Warum werfen Zombies jetzt mit... Was? Ich werde es zeigen. Wo kommt ihr wieder runter? Guckt ihr allein. Das ist schon ein Wahnsinn. Ich meine, dass die Plätze ein bisschen überfordert war, gut. Kann ich nachvollziehen. Aber ich erwarte jetzt aber ziemlich viel von Tomb Raider 3, wenn ich das hier gerade sehe. Obwohl sie da, glaube ich, dieselbe Engine wie beim ersten und zweiten Teil genommen haben, ne? Der zweite Teil hat aber, glaube ich, auch nicht wirklich die grafischen. Besserung war es wirklich besser. Super cooles Spiel. Ich würde erstmal hier hochgehen. Wenn ich es schaffe. Ah ja, okay. Gar nicht mal so einfach. Speicher hier mal. Das sieht mir super gefährlich aus. Extra Leben. Haben wir hier noch Schönes. Smart Bombe. Anschnallen, jetzt geht's los. Versucher-Raketen. Anschnallen, jetzt geht's okay. Los. So, mit L2 kann ich auch Waffe wechseln, hatte ich gelesen. Okay, interessant. Und natürlich kein Fallschaden. Selbstdrehend. Okay. So, hier rechts ging's nicht, ne? Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir so gefällt. Ich habe irgendwie mal so 10 Sekunden Gameplay oder so gesehen. Rein in die Pampe. Okay. Okay. Drücken. In welche Richtung denn jetzt? Okay.
betreten sollten. Allein wie anders erleuchtet wird dadurch. Ja, hätte ich wahrscheinlich hier oben drauf rumspringen können. Okay. Cool. Speicher mal und gucke, was hier passiert. Okay. Sehr verwirrend. Wie mega. Das grafisch halt eine richtige Seite. Wollen nicht. Oh, gar nicht gesehen. Rennt ganz gut, was? Flammenwerfer. Im Wasser. Hast du irgendwas? Ja. I feel good. Das verschlang uns ganz gut. Boah, jetzt hast du eine extreme Stimme. Okay. Okay, okay, ah, okay. Bist vorangetrieben. So. So viel zur Menschheit. Was? Möchtest du auch noch? Hängen wir auch gerade bei Medellin, ne? Was ist denn das? Oh. Okay. Also die Grafik-Engine hat schon einiges drauf. Das ich freue mich so sehr, was da noch anders kommt. Bisher Schwierigkeitsgrad. Bin jetzt ja nicht so der begabteste Spieler, scheint ganz gut zu sein. Mal ein bisschen beim Springen genauso langsam. Na gut, hast, kriegst halt den Anlauf nicht hin, ne? Habe ich mal ein Spiel gefunden, wo ich nicht schlecht drin bin, oder ist das einfach noch sehr einfach? Das war sehr einfach. Checkpoint. Das ist schon alles richtig phänomenal gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es da was auf dem Niveau schon gibt. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie nach links, rechts gekonnt, aber... Gut. So extra nehmen geht hier nicht weiter. Also deswegen, das Hin ist einfach, das Zurück ist schwer. Ach, da oben sind welche, okay. Okay, cool. Ich stehe einfach gar nicht drauf. Anschnallen, jetzt geht's los. Okay, würde gehen. Also tatsächlich auch, das Plattformspringen ist auch nicht selbstverständlich, dass es so sauber klappt. Ist hier sehr gut gelöst. Frage wäre, was gibt's hier hinten noch? Das ist dann halt immer ein bisschen nervig. Hm. Einfach vorwärts. Okay. Ich hoffe, es war nur eine Salve. Mach sie fertig, soll Gott sich um sie kümmern. Ist das geil gemacht. Das war wieder so ein knapper Sprung. Okay. Yippie-ja-je, Schweinebacke. Ach, da haben wir es doch. Ah, haben die da recht an dem Spruch gehabt? Einfach weil es cool aussieht. Ist so ziemlich egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das ist so cool. Fühlen wir uns wohl? Ja. Ist das geil gemacht? Beide? Nee. So cool. Okay.
Ah, knappes Ding wahrscheinlich. Und die Kamera läuft so sauber mit. Das ist ein Träumchen. Oha. Diese kleine Spielzeugmännchen. So, jetzt will ich tatsächlich mal so ein bisschen dem abnehmen. Halt mich. Okay, da geht's runter. Ist ja nicht mal dem. Ah, guck mal. 100% Leben. So, da könnten wir runter. Ja, gehen wir hier mal runter. Hast du auch keinen Fallschaden irgendwie, was ziemlich cool ist. Ist das Hammer. Richtig cool gemacht. Sieht auch grafisch verdammt schick aus. Das war doch mal ein Abgang. Jo. So, und hier ging es irgendwo. Ja. Speichern. Euch werde ich es zeigen. Okay. Mal hier schon. Anschnallen, jetzt geht's los. Okay. Schön selbst Leben geklaut. So, was haben wir? Ah, so. Okay, ja. Das sieht schon verdammt gut aus. Ich meine, Bruce Willis sieht hier nicht doll aus. Gerade, also, ich hätte ihn jetzt nicht erkannt. Vor allem hinten die Glatze auch, also diese Halbglatze. Okay, wollte gerade sagen, hier werden wir. Wollen wir nicht einfach Freunde sein? Wollen nicht. Oh, ich glaube, habe ich mich verbuggt? So genial. Kannst du nicht schneller abdrücken? So. I feel good. Okay. Das tat gut. Ah, hier haben wir ein schönes Zeichen eingraviert. Okay. Aufpassen. Ich hänge. I feel good. Okay, überall Energie. Also allein mit der Engine könntest du so viele geile Spiele machen. Ich hoffe, die sehen wir jetzt auch häufiger im Einsatz. Das ist ja mega gut. Die Engine ist der Hammer. Ey, sag mir bitte, die müssen die Engine weiterverwendet haben. Welches Studio waren das? Okay, das war ein ganz merkwürdiger Sprung. Okay. Grafik ist der Hammer, die Bewegung ist der Hammer. Die Engine taugt auf jeden Fall. Bewegung, aber Bewegung. So viel Gutes hier drin. Was passiert denn hier? Was? Okay, verstehe. Okay. Checkpoint. Okay. Muss ich hier in die Mitte oder was? Muss ich denn hin? Was ist denn das, was da unten links passiert? Doch wieder hier, oder was? Scheiße! Ah, okay. War aber jetzt dasselbe, ne? Bloß das was anderes passiert. Okay. Was ist denn das für ein Speed jetzt? Also so unterschiedlich auch. Gerade Schaden bekommen, ne? Ist einfach nur Spring-Sound.
Scheiße! Jetzt kommt ein Boss oder was? Das da wird ganz. Das ist ein Krokodil? Mega cool. Toll. Hat mal L2. Ah, oh, okay. Anschnallen, jetzt geht's los. Komm mal raus. Vielleicht brauchst du auch eine gewisse Zeit, ansonsten. Nee, warte mal, kann ich schön auffüllen. Das tat gut. Wo ist er? Ja. Kann ich ihm so auch schaden? Nee, kann ich anscheinend nicht. Schade. Oh. Gut, anscheinend doch. Sollte es doch ein bisschen timen hier. Ich hing, voll unfair. Möchtest du auch noch? Jo. Okay, gleich das ein. Das 50% Energie. Ah, ich hätte schießen müssen. Okay, gleich das ein. Na, ah, jetzt hätte er hin sein können. Jetzt das ein. Das an, was ein geiles Spiel. Ah, ich meine, die Grafik, das ist ja mal ein ganz anderes Niveau auf das Wahnsinn. Es ist ja nicht mehr, ich meine, das gesamte Wahnsinn. Ja, falls es euch gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Ich wurde hier echt eingesogen. Eine halbe Stunde habe ich, dachte, das wären 10 Minuten. Hammer, Hammer. Weiß ich, ob ich das weiter spiele, schreibt mir gerne was mit rein. Ist aber ein mega geiles Spiel. Schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Video. 3 Videos am Tag, 14, 18, 22 Uhr und immer 9 verschiedene Spiele innerhalb von 3 Tagen. Bis dann.